Meine Damen und Herren, wir kommen zu Tagesordnungspunkt 52, der Nachwahl eines ordentlichen Mitglieds im Kuratorium der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Nach Nummer 5 der Satzung der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung vom 30. Juli 1973 wird für jede Legislaturperiode ein Kuratorium gebildet, dem 9 Abgeordnete angehören. Die Mitglieder des Kuratoriums und ihre Stellvertreter werden vom Landtag nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Durch das Ausscheiden von Herrn Willy van Ooyen aus dem Hessischen Landtag ist ein ordentliches Mitglied nachzuwählen. Der Wahlvorschlag mit der Drucksache 19/4846 liegt Ihnen vor. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. Wird der Wahl durch Handzeichen widersprochen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Wahlvorschlag Drucksache 19/4846 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist das gesamte Haus. Damit erübrigt sich die Frage nach Gegenstimmen und Enthaltungen. Damit ist der Abg. Jan Schalauske als ordentliches Mitglied des Kuratoriums der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung gewählt.